Juristisches Glattei. Sie scheißen auf euch, sie verachten euch, sie verhöhnen euch, sie verlachen euch. Verfassungsschutz ist gleich Übersetzung, ist gleich Stasi. Meine Frage lautet also, lügen Sie bewusst oder haben Sie nicht recherchiert? Oh! Hallo, liebe Leute. Jetzt ist mal wieder Anschnallen angesagt. Ich weiß noch nicht, ob ich dieses Video auf YouTube hochlade. Aber falls ihr es seht, habe ich mich getraut. Ich habe dann vorher eine Umfrage unter meinen Unterstützern durchgeführt, ob ich das machen soll. Es geht unter anderem um die Loge, deren Tochtergesellschaft YouTube zensiert. Deswegen muss man vorsichtig sein. Ich werde sie immer nur die Loge nennen. Aber viel wichtiger, es geht um mögliche Verbindungen zwischen keiner geringeren als Angela Merkel und Jeffrey Epstein. Laura Loomer hat einen Artikel geschrieben und sie behauptet, einen Insider von Bear Stearns, wo Epstein gearbeitet hat, befragt zu haben. Und vor dem hätte sie, dass die wichtigste Person für Epstein nicht Wexner war, der auch Mitglied in dieser Loge ist, sondern Bronfman. Sie etabliert es, den Artikel zeigen wir und verlinken wir auch, aber das ist nicht so wichtig, weil die alle miteinander verbunden sind, wie wir gleich sehen werden. Und sie schreibt jetzt hier, und Laura Loomer ist aufgrund ihrer Herkunft reichlich unverdächtig, es wird ihr oft vorgehalten, aber dieser Artikel ist ein Beweis dafür, dass sie auf keinem Auge blind ist. Sie schreibt, in den späten 90ern traf Epstein Angela Merkel. Die enge Verbindungen zu Bronfman und Maxwell haben, die ihre Wahlkampagnen finanzierten. Sagt laut Loomer der Insider von Bear Stearns. Beziehungsweise der Insider deckt die Bronfman-Verbindung auf und Laura Loomer schreibt, dass Epstein persönlich Merkel getroffen hat. Ich sag's vorab, dafür gibt es keinen Beweis. Aber wir werden jetzt untersuchen, wie wahrscheinlich die These ist. Zunächst, Angela Merkel hat also unter anderem einen Preis dieser Loge bekommen, dazu ganz kurz. Wenn man einen Preis bekommt, heißt es zumindest, dass die Ziele der Loge und der Person, die den Preis bekommt, weitgehend identisch sind, zumindest so weit, dass man mit der Arbeit dieser Person so zufrieden ist, dass man ihr einen Preis verleiht. Manche behaupten, man müsste auch in dieser Loge sein, um einen Preis zu erhalten. Das ist wahrscheinlich nicht richtig. Bei Merkel wäre das aufgrund ihrer Herkunft wahrscheinlich möglich, aber nicht bei Axel Springer, Matthias Döpfner, die auch einen Preis dieser Loge bekommen. Aber es könnte sein, dass die Voraussetzung ist, dass man Freimaurer ist. Döpfner streitet das ab. Wurde schon mal danach gefragt am Rande der Bilderberger Konferenz, aber bei Axel Springer ist es sicher, dass er Freimaurer war. In einer Loge, die, soweit ich mich erinnere, die Brückenbauer heißt. Sie hat aber nicht nur diesen Preis bekommen, die Angela Merkel, sondern auch den Leo-Beck-Preis. Leo Beck wiederum war auch Mitglied in dieser Loge. Es gibt sogar eine Loge, die nach ihm benannt ist. Dann hat sie noch den Elie Wiesel-Preis bekommen. Und wiederum, als Elie Wiesel das Bundesverdienstkreuz oder irgendeinen Preis bekommen hat, war auch wieder die Loge vor Ort. So, und da gibt es auch zahlreiche Artikel von der Loge über Elie Wiesel, sodass man vermuten könnte, dass er auch Mitglied war, auf jeden Fall vor Ort war. Und den Heinz-Galinski-Preis. Und da
der Heinz Kalinski selbst war auch öfter auf Veranstaltungen in dieser Loge und vermutlich dann auch Mitglied. Es ist eben deswegen eine geheime Loge, nicht weil man nicht weiß, dass sie existiert, sondern weil man nicht von jedem weiß, ob er Mitglied ist. Aber wir wissen es eben sicher bei den Bronfmans, sie sind eine ganz wichtige Figur, neben den Rothschilds, das erfährt man nur aus einer Biografie der Loge, nicht im Internet. Und aber die Bronfmans, die sind ganz etabliert, also in Kanada, die waren auch Präsidenten von jeweils die Bronfmans oder mindestens ein Bronfman Präsident einer Loge und so weiter. Dann hat sie ja noch den Kutenhöfe-Kalergi-Preis bekommen. Kutenhöfe-Kalergi selber schreibt, dass die Warburgs auf Tipp der Rothschilds ihm Geld überwiesen haben. Also haben wir hier auch Kutenhöfe-Kalergi, die Connection zu Warburg Rothschilds aus seinem eigenen Buch. Manche behaupten auch, Kutenhöfe-Kalergi wäre selber Mitglied der Loge geworden, gewesen. Dazu habe ich nichts gefunden. Wäre hier wohl auch möglich aufgrund seiner Herkunft, aber auf jeden Fall wird er von denen finanziert, die eine wichtige Rolle in der Loge spielen. Und auch Helmut Kohl hat sowohl von dieser Loge einen Preis bekommen, als auch den Kutenhöfe-Kalergi-Preis. Zu Kutenhöfe-Kalergi blenden wir jetzt einige Aussagen ein, die ihr vielleicht schon kennt. Aber wenn ihr da ein anderes Wort einsetzt, zum Beispiel Germanen, dann würde dieser Herr als Rassist gebrandmarkt werden bei diesen Aussagen. Und er hat ja vorausgesagt, das sage ich jetzt nicht, das wisst ihr ja alle, was er bezüglich der Einwanderung vorausgesagt hat. Ja, nicht geplant, das ist falsch zu sagen, es gibt einen Kalender geplant, es war eine Prognose, wie die Bevölkerung sich in Zukunft zusammensetzt und wie sie ausschauen wird. Aber er war für die Vereinigten Staaten von Europa und auch Freimaurer und hat zusammengearbeitet mit Churchill, auch Freimaurer. So, dann gibt es die Connection zwischen Charles Bronfman und Leslie Wexner über die Mega Group. Also Charles Bronfman und Leslie Wexner haben zusammengearbeitet. Insofern braucht man sich jetzt nicht mehr fragen, ob wirklich Bronfman Epstein reich gemacht hat oder Wexner, weil beide zusammengearbeitet haben. Wiederum gibt es auch eine Verbindung von Maxwell zu Bronfman, also Robert Maxwell, Tochter Ghislaine Maxwell, die Madame von Epstein. Die wollten zusammen zum Beispiel mal, also Maxwell und die Bronfman-Brüder Edgar und Charles wollten zusammen die Jerusalem Post kaufen. Ist dann nicht gut gegangen, aber die haben mehrere Dinge zusammen gemacht. Unter anderem wurden die Top-Aktienhalter der israelischen Pharmafirma Teva. Könnte man sich auch mal anschauen, was sie so herstellen? Hier also bei dem Elie Wiesel-Preis war zum Beispiel der Präsident Alan Jacobs, der die Loge da vertreten hat, zugegen. Ja, den Verdienstorden der Bundesrepublik hat er da bekommen. Den könnt ihr auch mal recherchieren, selbstständig. Dann gibt es noch eine Verbindung? Man hat inzwischen herausgefunden, dass höchstwahrscheinlich die mysteriöse Brünette, die mit Prinz Andrew an der Türschwelle gefilmt wurde, die Tochter des ehemaligen australischen Premierministers Paul Keating ist. Sie heißt Catherine Keating. Moment, nicht, dass ich den Namen falsch sage. Keating. Die Tochter von Paul Keating, jetzt steht Catherine Keating, es wird wahnsinnig kompliziert, vielleicht müssen wir auch schneiden. Catherine Keating wiederum hat im Jahr 2014 Ghislaine Maxwell
interviewt darüber, dass sie das blaue Herz des Planeten retten will. Da gibt es auch so eine Stiftung. Also ein positiver Bericht über Ghislaine Maxwell. Keating wiederum, und zwar hat sie das gemacht für die Huffington Post. Die Huffington Post wiederum ist ein Joint Venture. Also die Catherine ist Contributing Editor to the World Post. Das ist ein Joint Venture zwischen der Huffington Post und dem Berggrün-Institut. Bei dem Berggrün war zum Beispiel die Merkel auf der Beerdigung. Es gibt übrigens auch eine Frau Merkel Berggrün. Könnte Zufall sein, aber muss auch nicht, wenn sie da auf der Beerdigung ist. Ja, das war eine relativ lose Verbindung, aber wahrscheinlich würde die einem auch einen Kaninchenbau runterschicken. Dann habe ich hier einen interessanten Artikel gefunden darüber, dass die Clintons, Goldman Sachs und Angela Merkel in der Griechenland-Krise geholfen haben, in Anführungszeichen. Also da war ja Goldman Sachs involviert und auch die Clintons. Dort haben sie zusammengearbeitet. Ja, die Clintons halfen Goldman Sachs, um die Griechenland-Krise für sich auszunutzen. Haben wir auch schon oft drüber geredet. Hillary Clinton, naja, hat sich geweigert zu kommentieren, wie viel Blankfein da investiert hat in eine entsprechende Firma, die da profitiert hat. Und über die WikiLeaks-E-Mails ist da rausgekommen, dass die Clintons Insider-Informationen zugeschickt bekommen haben. In Bezug auf die Griechenland-Krise. So, und da hat ja die Bundesregierung unter Angela Merkel mindestens 5 Millionen an die Clinton-Stiftung überwiesen. Also deutsche Steuergelder für einen Kandidaten, ein absoluter Wahnsinn, dass das überhaupt geht, möglicherweise aus Dankbarkeit. Die Clintons wiederum natürlich auch die Bronfman-Verbindung, Spender. Die Bronfmans wiederum nicht nur offensichtlich mit Epstein gut bekannt, sondern ja auch im Nexium-Skandal verwickelt, also die Tochter. Wer war zu der Zeit ein führender Demokrat? Ich glaube, Senatsvorsitzender ist er auch heute noch, also in dieser führenden Position, Chuck Schumer. Chuck Schumer ist auch Mitglied dieser Loge. Dauert eine Weile, bis man das findet. Auf Google wahrscheinlich gar nicht, aber ich habe es mit einer anderen Suchmaschine versucht, aber man findet es unter encyclopedia.com. Auch interessant, dass beim Nexium-Skandal rausgekommen ist, dass der Nexium-Kult, die Nexium-Sekte, die finanziellen Daten von Chuck Schumer hatten. Also war Chuck Schumer erpressbar. Von Nexium, Bronfmans, beide in derselben Loge. So, aber wie kommen wir jetzt dazu, dass die Angela Merkel finanziert haben könnten? Natürlich nicht offiziell, das geht offiziell nicht. Tja, da finden wir doch einen Spiegelartikel, warum Merkel ohne Schreiber nicht Kanzler wäre. Ihr erinnert euch an die Spendenaffäre, in der der Logenpreisträger Helmut Kohl gesagt hat, er habe sein Ehrenwort gegeben, dass er nicht sagt, woher das Geld kommt. Also für wen Schreiber dort tätig war. Karl-Heinz Schreiber wiederum ist ja in Kanada und auch da war er sehr rührig in der Politik. Und zwar gab es da einen Premierminister namens Brian Mulroney. Charles Bronfman hat Mulroney
als dem am meisten unterschätzten und untergeschätzten, also underappreciated, kanadischen Premierminister bezeichnet. Also Bronfman, Logenmitglied Bronfman, war ein Unterstützer von Mulroney. Mulroney wiederum, das steht in einer kanadischen, in einem kanadischen Artikel, wurde von Schreiber finanziert. Das hat er abgeschritten zuerst, aber dann kam es raus, man hat es untersucht. Und er hat sich mit ihm in 3 Hotelräumen getroffen und ihm Geld in Cash übergeben. Also der Logenfavorit hat hier von Schreiber Geld bekommen. Und die Logenpreisträgerin oder Preisträger Kohl und Merkel haben auch von Schreiber Geld bekommen. Zufall? Aber es wird immer besser. Ich habe mir eine Dramaturgie aufgehoben. Damit ich das nicht vergesse, auch der absolute Wahnsinn. Schreiber war ja in der Nähe, als Barschel ermordet wurde. Und da wiederum gibt es die Aussage, dass er einen Anruf erhalten hat, also laut Aussage des Mossad-Agenten Ostrowski, Ex-Mossad-Agenten, der ein Buch oder mehrere Sachen geschrieben hat über den Mossad, einen Anruf bekommen hat im Oktober 87 von den Kanarischen Inseln, von einem Mossad-Agenten. Wo ist Robert Maxwell gestorben? Auf einem Schiff 1991 vor den Kanarischen Inseln. Manche denken auch, der hat überlebt und der hat seinen Tod noch vorgetäuscht, weil er quasi pleite war. Dann gab es dieses Staatsbegräbnis in Israel und es deutet alles darauf hin, dass Maxwell eben Mossad-Agent war. Auch ein erstaunlicher Zufall, würde ich mal sagen. Dann, warum haben wir es das hier? Weiß ich jetzt nicht. So, und wie hat der Schreiber das Ganze gemacht? Unter anderem über Liechtenstein. Spiegelartikel dazu. Und wir erinnern uns, dass der BND diese Liechtenstein-CD aufgekauft hat. Und der Schreiber hatte ja gute Kontakte zum BND oder hat. Und diese CD wurde aufgekauft, sodass man heute nicht mehr weiß, um welche Stiftungen es da ging. Aber wir wissen, dass Robert Maxwell auch eine Maxwell-Stiftung hatte in Liechtenstein. Und ihr erinnert euch vielleicht auch daran, dass sich Roland Koch damals in der Spendenaffäre verteidigt damit hat, es wären angebliche jüdische Vermächtnisse. Dann ist mir über ihn hergefallen. Möglicherweise war das aber gar nicht so falsch, falls das Geld von Maxwell kam. Und der absolute Hammer kommt jetzt am Schluss. Wow, bin ich schnell durch. Für den Angeklagten richtete Schreiber am 11. Oktober 1988 das Rubrikkonto Master ein, dessen Bezeichnung im Januar 1991 in Maxwell abgeändert wurde. Also in dem Jahr, in dem Maxwell verstorben ist. Haltet ihr das für einen Zufall? Da gab es ja damals den Streit, ob mit Maxwell Max Strauß gemeint ist. Und der hat es, glaube ich, immer abgestritten. Max heißt Maximilian und nicht Maxwell. Also wenn wir für diese Recherche nicht den Pulitzerpreis oder wenn es einen alternativen Pulitzerpreis geben würde, verdient hätten, weiß ich nicht. Ich bedanke mich hier speziell auch bei Lars, der viel mit mir auch zusammen recherchiert. Mehr darf ich nicht sagen. Aber das ist doch der absolute Hammer.
Also ich hoffe, ihr habt das jetzt alles auf die Reihe gekriegt. Bin schneller durch, als ich dachte. Ich hatte so viele Informationen. Eventuell schneide ich mich auch noch mal rein, wenn ich was vergessen habe. Diese Berggrün-Sache hätte man ein bisschen ausführlicher machen können, aber es führt uns ein bisschen zu weit weg. Also wir werden diesmal das meiste verlinken. Und ich fasse jetzt noch einmal zusammen. Merkel kriegt mehrere Preise dieser Loge und kennt natürlich auch persönlich die Bronfmans. Gibt es ein Bild? Ist vielleicht unser Vorschaubild. Kriegt mehrere Preise Preise, die mit dieser Loge verbunden sind. Ist also offensichtlich ein Favorit dieser Loge. Schreiber finanziert den Logenfavoriten, exakt dieser Loge und nicht irgendeiner anderen Freimaurerloge, in Kanada. Und richtet ein Konto ein auf den Namen Maxwell. Maxwell wiederum verbunden mit Bronfman, sicher in der Loge, verbunden mit Wexner, sicher in der Loge. Könnt ihr euch jetzt vorstellen, warum die Angela Merkel so zittert?